Die Art und Weise, wie Babys und Kleinkindern schlafen, fasziniert die meisten Eltern. Wir fragen uns, wann wird unser Baby das erste Mal die Nacht durchschlafen? Wir fragen uns, müssen wir unseren Kindern beibringen, selbstständig zu schlafen? Wir machen uns Sorgen, ob wir unser Kind verwöhnen könnten, wenn wir es in den Schlaf stillen oder in den Schlaf wiegen. Wir fragen uns, ist es sicher, das Bett zu teilen? Und ist es in Ordnung, mein Kind schreien zu lassen? Jede Familie entwickelt ihre ganz eigene Schlafstrategie, die am besten zu der Wohnsituation und den Vorlieben jeder Familie passt. Fakt ist, ein sanftes, unabhängiges Schlaftraining mit positiven Erziehungslösungen wird sich langfristig auf die emotionale und körperliche Gesundheit eurer Kinder auswirken. Hi Montis, mein Name ist Domi und ich bin Mama eines fast 10 Monate alten Monty-Mädchens namens Ryan. Zudem bin ich zertifizierte Parent Educatorin im Bereich Positive Discipline. In diesem Video heute möchte ich euch Ideen und Tipps mit auf den Weg geben, wie ihr das berühmt-berüchtigte Thema Schlaf bei euren Kindern angehen und die für euch passende Methode herauspicken könnt, um optimal die Unabhängigkeit eures Kindes beim Schlafen fördern zu können. Also, von Monty zu Montys, lasst uns loslegen. Ein kurzer Disclaimer zu Beginn. Ich bin kein Schlafexperte, Kinderarzt oder Spezialist in dieser Thematik. Die Informationen in diesem Video basieren ausschließlich auf meiner individuellen Recherche, meinen Erfahrungen als Montessori-Mama und meinem angereicherten Wissen zu Montessori und der frühkindlichen Entwicklung von Babys. Ich hoffe, euch hier hilfreiche und wesentliche Tipps von Familie zu Familie weitergeben zu können. Der zweite Disclaimer ist, dass es keinen einzigen oder richtigen Weg gibt, eurem Kind beim Schlafen zu helfen. Jedes Kind ist individuell und entwickelt sich unterschiedlich. Was ich euch hier erläutern werde, ist ein Schlaftraining nach Montessori und wie es aussehen könnte. Dabei werde ich auf meine eigenen Erfahrungen mit Ryan zurückgreifen und euch zeigen, wie wir ihr unabhängiges Schlafen gefördert und unterstützt haben. Die erste Frage, die ich hier gerne beantworten möchte, ist: Gibt es einen Weg, um den Schlaf meines Kindes Montessori-haft zu trainieren? Die Antwort dazu ist ganz einfach und simpel: Nein. Dr. Maria Montessori hat nichts über Schlaf in ihren Schriftstücken verfasst, sondern lediglich nur einige Gedanken dazu geäußert, weshalb dieser Bereich so viel Spielraum zulässt für Interpretationen. Wie ihr sicherlich wisst, gibt es eine überwältigende Anzahl von Schlaftrainings und Ansätzen da draußen, wie ihr eurem Kind helfen, es leiten oder trainieren könnt, zu schlafen. Kommen wir also zuallererst zu den 5 gängigsten Methoden für Schlaftraining. Erstens, Fading-Methode. Bei dieser Methode verlassen sich Eltern auf beruhigende Techniken, um ihrem Baby beim Einschlafen zu helfen. Dazu gehören zum Beispiel Füttern, Schaukeln, Kuscheln, Bücher lesen oder Schlaflieder singen. Wenn euer Baby dann wächst, wird es natürlich weniger bedürftig und lässt euch langsam aus der nächtlichen Routine ausblenden. Fading gilt also als sanfte Schlaftrainingsmethode. Zweitens, Pick-up-Put-Down-Methode. Dies ist eine Schlaftrainingsmethode ohne Schreien. Dabei nehmen Eltern ihr Baby einfach in den Arm, wenn es weint, und legen es nach der Beruhigung wieder hin. Man wiederholt diesen Schritt so lange, bis das Baby schließlich einschläft. Drittens, die Share-Methode. Um mit dieser Schlaftrainingsmethode zu beginnen, sitzen Mama oder Papa auf einem Stuhl in der Nähe des Kinderbettes, bis das Baby schließlich einschläft. Eltern verwenden keine beruhigenden Techniken, um Weinen oder Aufregung zu beruhigen. Jede Nacht rückt das Elternteil mit dem Stuhl ein Stück weiter weg und verlässt nach einiger Zeit schließlich ganz den Raum. Viertens, Cry-It-Out-Methode. Bei dieser Methode legen Eltern das Baby nach der Routine ins Bett und verlassen sofort den Raum. Die Eltern reagieren die ganze Nacht nicht auf die Schreie des Babys und lassen es dadurch ohne Hilfe einschlafen. Diese Methode allerdings steht nicht im Einklang mit den Montessori-Prinzipien und den Leitlinien positiver Erziehung. Babys drücken den Bezugspersonen ihre Bedürfnisse durch Weinen aus. Gerade in den ersten 3 bis 5 Monaten sollte das Urvertrauen geschaffen werden. Wenn ein Baby allein gelassen wird, für sich die ganze Zeit weint, dann ist Baby schließlich erschöpft und schläft natürlich ein.
Daher ist die Selbstberuhigung eigentlich ein Zeichen der Resignation des Säuglings. Babys schreien zu lassen ist eine Form der Bedürfnisvernachlässigung, die zu vielen negativen Langzeitfolgen führt. Und fünftens die Ferber-Methode. Bei dieser Methode reagieren Eltern in festgelegten Zeitintervallen auf die Schreie ihres Babys. Also zum Beispiel, nachdem sie den Raum verlassen haben und das Baby 5 Minuten geschrien hat, gehen sie wieder rein und berühren das Baby sanft, zeigen ihm also, dass sie da sind. Dann verlassen sie wieder den Raum und gehen nach 10 Minuten rein, wieder mit einer Berührung, zeigen dem Baby, dass sie da sind. Dann nach 15 Minuten, nach 20 Minuten, bis schließlich das Baby lernt, sich selbst zu beruhigen und durch Ferberisierung selbstständig einzuschlafen. Wir haben bei uns zu Hause mit der Pick-up-Put-down-Methode begonnen, weil wir einfach kein Fan davon waren, Ryan schreien zu lassen und gerne auf die Bedürfnisse und die Nähe unseres Babys eingehen wollten. Ich habe auch anfangs öfters Ryan mit dem Stillen in den Schlaf gebracht, weil wir noch keinen Schnuller benutzt haben. Ryan hatte eigentlich nie wirklich Probleme mit dem Durchschlafen oder dem Alleinschlafen, aber große Probleme mit dem Einschlafen. Wie ich glaube, viele Babys haben, weil ja wirklich Babys in dem ersten Jahr durch Labyrinthe von Schlafentwicklungen wandern. Wir haben diese Pick-up-Put-down-Methode ca. 3 bis 5 Monate durchgezogen, aber ich muss ehrlicherweise sagen, dass diese Methode sehr an unsere Substanz gegangen ist, weil wir wirklich viel Zeit investieren und immer bei ihr sein mussten und es wirklich immer Jahre gedauert hat, bis sie eingeschlafen ist, weil wenn sie gerade eingeschlafen war oder fast auf dem Arm und wir sie hingelegt haben, ist sie sofort wieder aufgewacht, hat angefangen zu schreien und wir haben sie dann natürlich wieder hochgenommen. Nachdem wir dann nach diesen 3,5 Monaten intensiv Nähe dieses Jahr so wichtige Urvertrauen mit Ryan aufgebaut haben und sie dann auch in ihr Bodenbett gewechselt ist, haben wir die Ferber-Methode gewählt. Also nach der Routine haben wir sie dann alleine einschlafen lassen. Natürlich gab es anfangs immer noch kurzes Weinen und Schreien. Wir haben dann das mit den Zeitintervallen durchgeführt, aber dann hat es Ryan sehr gut und schnell geschafft, wirklich alleine einzuschlafen. Das war für uns natürlich eine große Erleichterung und wir haben gemerkt, sie ist soweit. Wir haben dann nach ca. 4,5 Monaten doch eine weitere Schlafhilfe genutzt, und zwar den Schnuller. In einer Erziehung nach Montessori ist es so, dass Kinder keinen Schnuller benutzen, weil eben das Kind lernen soll, sich selbst zu beruhigen, ohne externe Schlafhilfen zu haben. Klingt auf dem Papier immer besser, als es dann in der Realität wirklich ist. Zumindest war es bei uns der Fall. Wir haben aber einfach bei Ryan nach 4,5 Monaten gemerkt, dass sie dieses große Saugbedürfnis hat, ja, und einfach besser mit Schnuller einschlafen konnte. Wir achten natürlich darauf, dass Ryan tagsüber beim Spielen und in ihren gesamten Wachphasen den Schnuller nicht benutzt, dass es also wirklich nur eine Hilfe für das Einschlafen ist. Und ich glaube, wir haben da für uns einen sehr guten Kompromiss gefunden. Und ja, daran sieht man wieder, wie immens wichtig es ist, sein Kind einfach zu beobachten, auf deren Bedürfnisse einzugehen und nicht einen vorgefertigten Plan zu haben, den man dann stringent erfüllen muss, sondern dass man einfach kompromissbereit und flexibel in der Erziehung und dem Schlaftraining des Kindes bleibt. Kommen wir nun zur Montessori-Methode beim Schlafen. Was die meisten Eltern unter unabhängigem Schlafen verstehen, ist, dass Montessori dagegen war, unseren Kindern beim Ein- und Durchschlafen zu helfen und es eher darum ginge, die Selbstberuhigung zu fördern. Das ist nicht zu 100% der Fall, denn auch Montessori wusste, dass Babys Bedürfnisse haben und jeder Schrei eine Art der Kommunikation ist. Unabhängigkeit hier bedeutet, dass das Kind lernt, selbstständig einzuschlafen, natürlich anfangs mit der Unterstützung der Eltern. Das Hauptkonzept von Maria Montessori besteht darin, darauf zu vertrauen, dass Kinder befähigt werden können, ihrem hormonellen Schlaffenster zu folgen und ihnen zu ermöglichen, sich selbst zu regulieren. Maria Montessori beurteilte den Umgang der Eltern mit Schlaf folgendermaßen. Kinder werden dazu gebracht, länger zu schlafen, als sie brauchten. Wenn wir ihnen aber die Wahl ließen, würden sie sich selbst regulieren und schlafen, wenn sie es brauchen. Sie war gegen alle möglichen strengen Zeitpläne für Kinder. Grundlegend empfiehlt die Montessori-Methodik, Babys schlafen zu legen, wenn sie schläfrig sind, aufwachen lassen, wenn sie ausgeruht sind und aufstehen lassen, wenn sie es wollen. Ist doch ganz einfach, oder? Ich weiß natürlich, dass jede Familie das individuell zu Hause mit ihren Zeiten und Arbeitszyklen und Umständen realisierbar machen muss. Ich glaube, es gibt viele Wege, wenn es um den Schlaf von Kindern geht.
Sicherheit und die freie Wahl, finde ich, sind dabei von großer Bedeutung und sollten immer gefördert werden. Ein Montessori-Kinderzimmer enthält spezifische Elemente, die die Entwicklung eures Kindes und Prinzipien wie Freiheit, Unabhängigkeit und sensible Phasen unterstützen. Eines der wichtigsten Elemente ist das Bodenbett, also eine Matratze in Kinderbett- oder Kleinkindgröße, die entweder direkt auf den Boden oder auf einen niedrigen Bettrahmen gelegt wird. Maria Montessori glaubte fest daran, dass Kinder wachsen, sich entwickeln und gedeihen, wenn sie sich selbstständig bewegen und selbstständig lernen können. Und ein Bodenbett tut genau das. Die Idee dahinter ist, dass das Kind sein Bett jederzeit selbstständig betreten oder verlassen kann, was eine absolute Sicherheitsvorkehrung des Kinderzimmers voraussetzt. Die Idee des Montessori-Ansatzes besteht darin, die Unabhängigkeit im Schlaf zu entwickeln und Freiheit zu gewähren. Daher wird empfohlen, dem Baby so schnell wie möglich beizubringen, alleine zu schlafen. Für manche Kinder ist das Bodenbett ein tolles Arrangement, für andere einfach zu viel Freiheit. Die Persönlichkeit und das Temperament eures Babys spielt natürlich eine wichtige Rolle, wie leicht es sich an ein Montessori-Bodenbett gewöhnen kann. Wenn euer Kind eine sehr energische und beharrliche Persönlichkeit hat, könntet ihr vielleicht Probleme haben, dass euer Kind sich während der Schlafzeit ins Bett legen lässt. Es kann sein, dass euer Kind mehrmals rauskrabbelt oder aufsteht, um zu spielen, wenn es eigentlich schlafen sollte. Für manche Kinder kann es aber auch eine sehr gute Möglichkeit sein, sich zu entspannen, und sie können schlafen gehen, wenn sie schläfrig sind. Babys und Kleinkinder sind entwicklungsbedingt einfach noch nicht bereit, Grenzen zu verstehen, wie zum Beispiel im Bett bleiben. Oder sie verstehen es schon etwas, aber haben noch nicht genug Impulskontrolle, um diese Regeln zu befolgen. Ihr kennt euer Kind am besten. Wenn ihr merkt, dass euer Kind zu sehr damit zu kämpfen hat, dann wartet einfach noch ein bisschen mit der Implementierung des Bodenbettes, bis euer Kind mehr Reife zeigt. Solltet ihr Co-Sleeping betreiben, spricht auch nichts dagegen, euer Bett zu einem Bodenbett umzubauen und das dann so zu nutzen. Bei Ryan war es so, wie ich schon anfangs sagte, dass sie nach 3,5 Monaten in ihrem Beistellbett bei uns im Schlafzimmer in ihr eigenes Kinderzimmer mit Bodenbett gewechselt ist. Und ich muss euch sagen, es war ein voller Erfolg. Seit der ersten Nacht an hat sie sich pudelwohl gefühlt und schläft wirklich sehr gerne alleine in ihrem gesicherten, dunklen, kühlen Raum. Natürlich gab es auch bei uns anfangs Phasen und Momente, wo Ryan öfters mal rausgerollt ist und dann auf dem Boden lag vor ihrem Bett. Entweder ist sie aufgewacht im Schlaf und hat dann geschrien, weil sie nicht mehr wusste, wo sie ist. Dann bin ich reingegangen und habe sie wieder ins Bett gelegt, kein Problem. Oder nachts ist sie sogar rausgerollt und hat dann auf dem Teppich weitergeschlafen, was auch kein Problem für sie war. So lernt sie natürlich auch, wo die Grenzen sind und damit umzugehen. Also ich würde wirklich jedem wärmstens ein Bodenbett empfehlen, egal in welcher Phase in dem ersten Jahr eures Kindes. Aber wenn ihr die Freiheit und Unabhängigkeit und Selbstständigkeit eures Kindes fördern wollt, dann ist das eines der wichtigsten Elemente. Und nun habe ich noch 3 wichtige Tipps für euch für die Implementierung, egal welcher Schlafmethode. Erstens, bleibt mindestens eine Woche dabei. Erwartet nicht, dass etwas in 3 Tagen oder noch weniger funktioniert. Einige Veränderungen und einige Kinder brauchen mindestens ein paar Wochen, um sich anzupassen. Zweitens, macht Schlaf nicht zu einer Konsequenz oder Strafe. Bleibt positiv. Viel Liebe und Kuscheln und beruhigende Rituale und Traditionen erleichtern Kindern und Eltern das Zu-Bett-Gehen. Und drittens, folgt, wie bei allen Montessori-Prinzipien und Leitlinien, eurem Kind. Ein wichtiger Aspekt, den ich gern abschließend noch erwähnen möchte, der aber den Grundstein für jede Schlafmethode legt, ist die Einführung von Routinen. Jedes Kind braucht Routinen. Ein Kind, was sich gegen Routinen sträubt, ist ein Kind, was bestimmtere Grenzen braucht. Und das kann man wirklich auf so viele Bereiche anwenden, aber insbesondere auf den Schlaf. Egal wie eure Routine aussieht, führt eine ein, die für euch und eure Familie funktioniert. Egal, ob sie 10 Minuten dauert oder eine Stunde. Konsistenz ist der Schlüssel. In einer Montessori-Erziehung versorgen wir die Kinder mit allem, was sie brauchen, um autonom und unabhängig zu sein. Es gibt zum Beispiel einen Wecker, der grün aufleuchtet, wenn es eine akzeptable Zeit ist, aufzustehen. Oder
Ihr könntet bei euch zu Hause die Regel einführen, wenn das Kind früher aufwacht als ihr, dass es nicht das Bett verlässt oder das Zimmer verlässt, bevor ein Elternteil es nicht abholt. Es darf aber natürlich Bücher lesen oder leise mit Spielzeug spielen, wenn es aufgewacht ist. Wenn Routinen und Regeln klar und konsistent sind, dann halten sich Kinder auch meistens daran. Was mir sehr geholfen hat bei der Einführung der Routinen und wirklich die Augen geöffnet hat, ist eine Skizze, auch genannt Naps Decoded, die also den Mittagsschlaf Monat für das Kind auflistet. Das ist eine wirklich sehr nützliche Orientierungshilfe, um zu wissen, wie viele Stunden Mittagsschlaf, wie viele Stunden Wachphasen euer Kind für jeden Monat ab Geburt circa braucht und machen wird. Ich werde euch diese Skizze unten in die Beschreibungsbox anhängen. Und das waren schon wieder all meine Tipps und Ideen für einen unabhängigen Schlaf nach Montessori-isch. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann teilt es doch gern mit euren Freunden und gebt mir ein kleines Thumbs up. Solltet ihr neu hier sein, herzlich willkommen. Es ist so schön, euch endlich kennenzulernen. Mein Name ist Domi. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Und ich habe für euch alle eine sehr große Playlist mit Herzblut designt unter dem Titel Montessori Love. Die richtet sich an alle wissbegierigen Eltern, Erzieher, Betreuer, generell Menschen, die gerne Montessori in ihre Erziehung und in ihre Familie integrieren möchten. Ich versorge euch dort mit praktischen Tipps, Tricks, Anwendungsbeispielen und vielfältigem Wissen über eine Erziehung nach Montessori. Wenn das etwas ist, was euch interessieren könnte, dann denkt doch gerne darüber nach, meinen Kanal Montifamilie zu abonnieren, damit ihr auch kein zukünftiges Video verpasst. Schön, dass ihr heute mit dabei wart. Ich freue mich, euch bald wiederzusehen. Bis dahin, ciao!